Hi, wir sind das Team von ServerOxid. ServerOxid ist eine Anwendung zur Monitoring und zur Administration von Root- und V-Servern. Dazu haben wir ein Webinterface, das wir jetzt sehen sollten. Man kann sich einloggen und dort trägt man dann einfach seine Root- oder V-Server ein. Wenn man dann auf die IP drückt, kriegt man halt mehr Informationen zu dem momentanen Server, den man da eingefügt hat, halt zur passenden IP. Man kann da einmal jetzt hier die Memory Usage und die CPU Usage ablesen. Wenn man auf Apps geht, können wir Programme automatisch installieren, beziehungsweise auch diese wieder deinstallieren. Das bedeutet, Leute, die einfach keine Lust auf Serververwaltung wirklich haben, können einfach dieses Tool nutzen, ihr Root-Server da eintragen und dann einfach das machen, was sie damit machen möchten. Also zum Beispiel Webentwickler halt einfach jetzt einen Webserver draufziehen oder ähnliches. Dann haben wir geht es natürlich noch weiter. Wir können das Ganze unter Power restarten lassen, also rebooten. Unter Settings tragen wir halt alles Nötige zum Server ein. Unter Logs können wir da halt sehen, was wir auf dem Server alles gemacht haben bis jetzt. Und der letzte Punkt. Kann man halt auch den ganzen Server mal eben schnell löschen, falls man ja irgendwas drauf gemacht hat, was nicht, ein paar Leute nicht sehen sollen. Dieses Angebot richtet sich vor allen Dingen halt an Leute, die halt Server brauchen, aber keine Lust auf Serveradministration haben. Natürlich speichern wir sicherheitsrelevante Daten, wie SSH-Keys und ähnliches. Die werden auf der Datenbank aber verschlüsselt. Das bedeutet, die sind ebenfalls sicher. Damit wir Programme installieren können, bzw. deinstallieren können, auf dem Server selber läuft halt auf den Server, den man einträgt, ein Debian, der dann von uns die Befehle empfängt. Man kann sich einfach registrieren auf der Website. Und nachdem man sich registriert hat, kann man einfach seine Server verwalten und ähnliches. Zu der Webanwendung dazu haben wir auch noch versucht, eine App zu entwickeln. Wir konnten leider zeitlich nicht mithalten. Das bedeutet, hier haben wir nur eine Idee, wie das ungefähr aussehen könnte. Das bedeutet, unten in PyCharts haben wir nochmal die Server Usage und ähnliches. Das Backend ist bestehend aus PHP 5 und dem Freiburg Laravel. Wir machen auch noch ein bisschen mit das Debian ist auf Node.js geschrieben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viele Grüße an die Hater auf Twitch. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ist das jetzt etwas, was ich auf meinen eigenen Server installieren kann, oder ist das sozusagen ein Dienst, den ihr anbieten wollt? Also es ist ein Dienst, den wir anbieten und darüber kann man dann seinen eigenen Server verwalten halt. Das bedeutet, wir bieten die Web-Oberfläche und ähnliches, da muss man sich einfach nur registrieren. Aber warum sozusagen nicht das zur Verfügung stellen, dass man sich das selber installieren kann? Bitte? Warum das nicht zur Verfügung stellen, dass man sich selber installieren kann? Da arbeiten wir halt noch dran. Aber momentan ist es halt so Web-Oberfläche und dann kann man halt alle seine verschiedenen Server verwalten. Also wenn man noch mehrere Server hat, kann man einfach mehrere Server auch eintragen und die dann alle verwalten über unser Web-Interface. Okay, bin gespannt. Vielen Dank.